Die Jury hat gestern getagt. Wir haben ein einstimmiges Ergebnis. Es wird nicht nur ein Haus hinkommen und auch nicht nur ein Turm, sondern es wird dort etwas vollkommen Neues entstehen. Wir freuen uns natürlich, dass wir in Innsbruck wieder was machen können und vor allen Dingen in einer Dimension, die einfach städtebaulich relevant ist. Ja, mit unserem Projekt, mit dem Headline, sind wir am absolut wichtigen Ort in Innsbruck, um ein Highlight dabei zu setzen. Stehen, so muss dieses Glas in Scherben gehen. Für Bokonzept ist es ganz wichtig, das Konzept vom Bokonzept an den Mann zu bringen, und dafür ist eine hohe Frequenz notwendig, und gleichzeitig haben wir hier an diesem Standort auch den Vorteil, dass Kunden schnell einmal Mittag oder am Abend nach der Arbeit vorbeikommen können und das Design vom Bokonzept kennenzulernen. Die ersten Erfahrungen auch von den Kunden sind, dass der Stil vom Bokonzept auch sehr gut zu dem Gebäude hier passt. Ja. Und was mich persönlich natürlich sehr freut und was auch wichtig ist, um diese Gelassenheit, die Bokonzept vermitteln will, auch rüberzubringen. Ne? Wir können mehrere wesentliche Verbesserungen erwarten. Einmal die qualitativ ganz neue Sicherheit, die wir bieten können für alle, die in das Gericht kommen. Zum Zweiten, insbesondere den Bürgerinnen und Bürgern, eine neue Servicestelle, die erlaubt, dass man nicht mehr in die entfernten Teile des Gebäudes gehen muss, sondern sich gleich im Eingangsbereich für vieles eine Auskunft oder eine Erledigung abholen kann. Der dritte Vorteil ist der, dass die Verhandlungssäle, dass die Auskunftsbüros zentral auch im Eingangsbereich angeordnet sind, und gleichbleibend ist die optimale Erreichbarkeit des Gerichtsgebäudes. Wir befinden uns wieder in der Nähe des Hauptbahnhofs und sind öffentlich bestens angebunden. Die Moser Holding ist jetzt nach dem Umzug nach über 30 Jahren mit der Tiroler Tageszeitung und unseren anderen Medien auch geografisch da, wo sie hingehört, im Zentrum der Landeshauptstadt. Ja, die Vorfreude, die Spannung auf die neuen Räumlichkeiten, auf das Arbeiten in den neuen Räumlichkeiten ist groß. Es übersiedeln ja an die 300 Mitarbeiter der Moser Holding. Es erwarten uns große Innovationen, sei es aus optischer Hinsicht, also architektonisch und baulich, oder auch was die technische Ausstattung anbelangt. Für die Redakteure der Tiroler Tageszeitung ist dieser Umzug mit dem größten Innovationsschub verbunden. Wir werden die Tiroler Tageszeitung auf allen ihren Kanälen ab Dezember hier aus dem Newsroom produzieren, aus dem modernsten Newsroom Österreichs, wenn nicht ganz Europas. Und ich bin überzeugt, unsere Mitarbeiter, unsere Partner, unsere Kunden werden begeistert sein von diesem neuen Standort, gut erreichbar und in bester Innenstadtlage. Diese Synergien, die sich mit dem PEMA Center ergeben für uns durch den Aussichtsturm, Hotel, Fitnessstudio, waren für uns letztendlich die Gründe, und wir hatten den Frieden darüber, nach Innsbruck zu gehen. Also bis jetzt muss man sehr dankbar sein, wir dürfen sehr froh darüber sein. Wir sehen das auch, dass wir die Hausaufgaben vor Ort absolviert haben, Saat und Ernte, gute Saat ausgesät, positiv geerntet, und wir freuen uns über die neuen Aufgaben.